Willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem OMSI Add-on Wuppertal und der zweiten Folge in der Schwebebahn. Wir haben gerade grün, das heißt, wir nutzen die Gelegenheit und fahren, denn wir haben schon hinter uns den nächsten Schwebebahnfahrer, der sein Ding, seine Schwebebahn offenbar hier über die Schienen geheizt hat, wie sonst was, denn, ja gut, Alte, wir sind auch ein bisschen spät. Können wir auch daran gehen. Zug fahren, Bus fahren, einkaufen. Genau, Haltestelle Hauptbahnhof, das ist ja so der Zentralpunkt, denke ich mal. Da werden viele Leute ein- und aussteigen, die gerade mit dem Zug angefahren kommen und dann weiter zu ihrer Arbeitsstelle oder zu ihrem Wohnort fahren müssen. Ja. Und hier vorne ist ja, glaube ich, so ein neues Einkaufszentrum gebaut worden. Oder so neu ist das, glaube ich, gar nicht mehr, aber das ist irgendwie so eine Art Galerie oder sowas. Ah, ich glaube, das sieht schon... Also das habe ich jetzt schon ein bisschen anders in Erinnerung, als es jetzt hier dargestellt ist. Es gibt so eine Brücke, das stimmt. Aber, Moment, ist das jetzt hier schon der Hauptbahnhof? Ist denn hier der... Mal kurz... Muss ich mich mal kurz orientieren. Ja, okay. Ja, vielleicht wurde jetzt auch eine ganze Menge geändert. Ich kenne das noch in etwas anderer Form. Na, ja, das erkenne ich jetzt nicht so wieder, muss ich sagen. Aber ich glaube, es liegt daran... Sportlich, Kollege! Lass schon mal hinten auf. Ich glaube, das liegt an Omsi, das kann man, glaube ich, nicht. Aber der hat hier schon mal todesmutig an die Leute über Wasser rausgelassen. Steigen sie aus! So. Klasse. Hat für Erheiterung gesorgt, würde ich mal sagen. So, fahren wir weiter. Ja, ich bin mir nicht sicher, also... Seitdem hier dieser Bahnhofsumbau war, war ich auch, glaube ich, nicht mehr in Wuppertal, deswegen. Okay, aber die nächste Haltestelle ist dann Kluse. Kluse, Bluse, hier ist Kluse. Kluse, so, das ist es doch. Und hier gibt es Karnevalszubehör, Konfetti, okay. Also, wenn ihr wieder zu Karneval irgendwie euch eindecken müsst, geht er zu Konfetti bitte. Aber auch knapp hier mit der Laterne, ne? Aber man saß jetzt, glaube ich, gerade nicht so gut, weil ich noch ein bisschen zu weit weg war. Gehen wir wieder hier ein bisschen. Jetzt haben wir die ganze Zeit einen Fahrer hinter uns. Das ist ja wirklich unangenehm. Die ganze Zeit einen Fahrer im Nacken. So. Fünf Minuten schon. Uiuiui. Gott sei Dank fahren die, glaube ich, alle paar Minuten, das heißt, das fällt gar nicht so auf. Ach, da sind wir etwas zu weit gefahren, aber ich glaube, es passt noch gerade so, um die Leute rauszulassen. Ja, aber wirklich gerade so. Es gibt Ärger vor der Leitstelle. Will noch jemand einsteigen? Ja, ein paar wollen noch. Okay. Okay, dann können wir weiterfahren. Was genau heißt eigentlich dieses Z, was man hier immer mal an den Pfeilern sieht? Was muss man da machen? Was bedeutet das? Also da habe ich mir noch nicht gefasst. Hier ist nicht der Habicht, sondern das Landgericht. Das gute alte Landgericht, auch das ist wohl bekannt. Genau, hier fährt nämlich auch der Zug lang. Ich glaube, in Oberbarm ist ja dann auch wieder eine Zughaltestelle und ja... fahren die jetzt so parallel, aber ich glaube, die Schwebebahn entfernt sich jetzt wieder ein bisschen von der Zugstrecke und kommt dann später wieder so auf die Zug quasi. Ich glaube, hier irgendwo ist auch so ein Mediamarkt, oder? Ist das nicht hier? Bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwo hier in der Gegend. Ja, ich glaube, da vorne rechts müsste es sein. Und hier vorne ist dann das Landgericht, genau. Ja, also man muss sagen, man erkennt schon ein paar Sachen wieder. Da ist er, der Mediamarkt ist sogar mit drin. Da ist auch so ein Center oder sowas, da kann man so verschiedene Sachen kaufen. Ich glaube, unten ist Real drin. Real kennt er, der gute Mann. Das finde ich immer cool, wenn sowas beachtet. Und die Haltestelle sieht auch genauso aus, ja. Das finde ich immer cool, wenn man dann sowas entdeckt. Klar, ist aber natürlich jetzt auch so ein bisschen
Also wenn man schon mal in der jeweiligen Stadt war, die jetzt abgebildet wird, das geht mir ja auch so in Hamburg Hafen City oder vielen von euch sicherlich auch so, da war man einfach schon mal, das kennt man und dann freut man sich, dass man es alles wieder entdeckt. Ja? Für die Leute, die da eben noch nicht waren, ist es dann vielleicht nicht so spannend oder spektakulär. Hier die Häuser stehen aber glaube ich so nicht, also hier diese Wohnhäuser. So. Und dann fahren wir weiter. Aber immer noch ist er. Sitzt unser Kollege uns im Nacken. Da machst du nix. Ah, genau. Loher Brücke gibt's auch noch. Stimmt, ja. Adlerbrücke weiß ich gar nicht mehr, aber. Nächste alter Markt, das ist Straße. Überall Brücken: Loher Brücke, Adlerbrücke, Wärterbrücke. Brücken über Brücken. Das ist ja wirklich, da will man fast anschieben, ne? Bei den Geschwindigkeiten. Wirklich nicht schön. Also da habe ich auch, dass es bald einen Mod gibt und dass man das dann auch mit 60 fahren kann. Auch wenn es nicht realistisch ist, aber. Ja. Hier flackert es noch ein bisschen. Das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube. Hoppala. Ah, hier. So. Hier wurde wieder so ein bisschen Spline über Spline manchmal gesetzt. Und deswegen flackert hier immer mal ein bisschen was. Finde ich, bin ich nicht ganz glücklich mit, muss ich wirklich sagen. Finde ich nicht ganz gut. Ja. Naja. Habe ich aber auch schon weitergegeben. Aber es ist halt so, hier sieht man es von oben, ne? Und das fällt einem halt auf, wenn es flackert. Hier ist auch noch irgendwas. Ach, ich glaube, das war ein Zug, der noch seinen Spawnpunkt suchte. Muss er gerade noch mal ein paar Sekunden zurückspulen. Da sah man hier rechts ein bisschen was flackern. Das war ein hüpfender Zug. So, okay. Die nächste Haltestelle ist coming. Und dann werden wir in den nächsten Folgen, werden wir dann mal die Buslinien anschauen. Ja, da könnt ihr im Prinzip entscheiden, ob wir da mit dem Gelenkbus oder mit dem Solobus fahren sollen. Könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Der dann mehr Likes hat, der Kommentar, also Solobus oder Gelenkbus, nach dem richte ich mich dann einfach. So würde ich sagen, machen wir das. Ganz diplomatisch, da habe ich selbst keine Präferenzen. Ich glaube, der LE und der Gelenkbus, der Dreitürer, wird mitgeliefert. Da habe ich selbst keine Präferenzen, da richte ich mich komplett nach euch. Ich weiß gar nicht, ob diese Schwebebahn eigentlich eine Sonderanfertigung für Wuppertal war, aber ich glaube, ich habe mal sowas gehört. Und wie viel Verspätung? Ah, 7 Minuten. Naja, gut. Wie ist denn das in der Realität? Da muss der Fahrplan noch angepasst worden sein, oder? Hier ist nicht die Krücke, sondern Loher Brücke. Aha. Loher Brücke. Es gibt immer mal so Situationen, da denke ich mir, oh, das kommt dir bekannt vor. Und dann gibt es so Abschnitte, da denke ich mir, das kommt dir überhaupt nicht bekannt vor. Also hier zum Beispiel habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber wie gesagt, ich werde da ja bald nochmal fahren und dann werde ich mir das nochmal genau einprägen und anschauen. Und ich werde noch meine Kamera mitnehmen, werde ich ein paar Fotos machen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal einen Vlog machen. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Und ja, dann werde ich da nochmal mir das eingehend anschauen. So, dann sind wir gleich an der Loher Brücke. Was leider, also das ist leider echt. Ich erinnere mich noch daran, als man mit den alten Schwebebahnen gefahren ist. Das wackelte immer, wenn das Ding dann stand, dann wackelte das immer noch. Und ich als kleiner Bub hatte natürlich ein bisschen Sorge, dann da einzusteigen, ja, weil das wackelte ja noch. War ein bisschen unangenehm dann, wenn das so schaukelte. Aber irgendwann überwindet man sich und dann ist ja, da merkt man auch, ist überhaupt nicht problematisch. Okay. Da ist der Kollege wieder.
Lässt er wieder zielsicher, lässt er die Leute über mal Wasser aussteigen. Ich glaube, der fährt nicht mehr lange. Habe ich so im Gefühl. Ach ja, und hier ist, glaube ich, hier ist ja auch noch ein Button Fahrgast. Ich nehme mal an, das ist für den Notruf, ne? Wenn der Fahrgast hier irgendwie einen Notruf. Mücke, anhört. Mücke, Adlerbrücke. Lücke, Mücke, Adlerbrücke. Ah ja, und Oberbarm ist jetzt auch schon in Sichtweite quasi hier auf dem Dings. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Berg so kahl ist. Das ist ja eigentlich nicht der Fall, ne? Das ist ja total bebaut. Das geht ja bei Wuppertal hoch bis in die Berge quasi. Also es gibt dann ja dieses Tal, quasi diesen Kessel. Und an den Seiten wird aber auch, da ist entweder Wald oder da ist noch Bebauung. Und das kommt hier halt nicht so gut raus. Also ich nehme mal an, wenn man jetzt das anmerkt, dann wird einem gesagt, ja, wegen der Performance und sowas. Trotzdem finde ich es nicht ganz schön. So, dann laufen wir in die nächste Haltestelle ein. Lücke, Brücke, Adler. Nee, Lücke, Mücke, Adlerbrücke. Ist ein bisschen stärker gebremst hier. Okay. Haben wir alle einsteigen lassen? Nee, ich glaube da... Na gut, nehmen Sie bitte den nächsten Wagen. Können wir auch nach außen eine Lautsprecher... Ja, wir können, glaube ich, auch nach außen eine Lautsprecherdurchsage machen. Also im Prinzip... Nächste Haltestelle, kalter Quark. Ach nee, alter Mann. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber haben sie ja ganz nett eingesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Kindergarten war oder ob das eine Grundschulklasse war oder wie das zustande kam. Aber Alter Markt ist ganz berühmt, also die kenne ich auch, die Haltestelle, weil da gibt es eine riesige Kreuzung und ich glaube, die wird hier auch dargestellt. Also ich meine, das wäre am Alten Markt, aber das sehen wir jetzt gleich. Es gibt irgendwie ein bisschen Probleme, das ist ja manchmal, das ist ein OMSI-Problem, das liegt jetzt nicht an dem Add-on hier. Aber irgendwie haben die Probleme hier die Fahrzeugtexturen zu laden. Ich muss mir da nochmal anschauen, eigentlich ist der Texturspeicher riesig. Und 4 GB Patch und sowas ist auch alles ausgeführt, aber manchmal, weiß ich nicht, macht OMSI da ja komische Dinge, das ist hier auch gerade der Fall. Also wer sich da fragt, wieso sind die Autos durchsichtig, dann... Das liegt eben daran. So, und hier ist die große Kreuzung. Und das kenne ich sehr gut, das ist sogar ganz gut dargestellt, wie ich finde. McDonald's natürlich auch mit am Start hier. Und gleich müssen wir mal kurz anhalten, dann zeige ich euch nämlich was. Ich glaube, es ist nicht angezeigt. Aber das ist tatsächlich einigermaßen realistisch hier. Das kommt einem wiederum sehr bekannt vor. Ist ganz gut gelungen. Ach, da ist er wieder. Ich glaube, da vorne ist dann auch wieder die Eisenbahn. Also, ich weiß nicht, die ist jetzt irgendwie hier nicht dargestellt, aber die fährt da eben auch lang. So, machen wir zu und dann fahren wir wieder los. So. Ist etwas komisch hier die Steuerung. Wenn man so durchskippen will. So, hier vorne war das, glaube ich. Das ist ja natürlich jetzt komplett unrealistisch. Nee, da vorne. Da ist das. Genau. Wir müssen noch ein bisschen weiter fahren. Hier auf der linken Seite ist nämlich so ein... Ich glaube, da ist so eine Art Museum oder so. Ist leider auch nicht dargestellt. Also... Sowas fehlt hier natürlich, ne? Die Randbebauung ist nicht ganz realistisch. Sind halt irgendwelche Objekte, die man dann dahin gepflanzt hat. Oder malt so ein paar markante Gebäude, aber das ist jetzt nicht das, was da tatsächlich steht. Aber hier ist tatsächlich so eine Art Platz. Hier links ist, glaube ich, so ein... Oder war das schon da vorne? Also hier irgendwo auf der linken Seite hier quasi. Nee, das ist hier. Das ist doch... einigermaßen realistisch dargestellt. Da ist ein großer Platz und da hinten, da ist eine Eisdiele und vor, das waren bestimmt vor 10 Jahren oder sowas, vielleicht sogar noch länger ist das her, da habe ich da
mit meiner Mutter ein Eis gegessen bei dieser Eisdiele. Und es war mit Abstand das schlechteste Eis, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Das wurde auch nicht mehr getoppt danach. Das ist wirklich das schlechteste Eis gewesen. Das schmeckte so schlecht. Also ich möchte jetzt nicht... Geht ruhig weiter zu der Eisdiele, wenn er da auch hingeht. Ne? Das hat bestimmt auch schon dreimal gewechselt. Ist ja schon ewig her. Ja, vielleicht hatten sie auch einen schlechten Tag. Aber das war so... Oh, nee. War wirklich nicht schön. Das war Mango-Eis. Also... Bei Mango-Eis überlegt euch das doppelt. Nee, und es schmeckte wirklich, also nicht mal ansatzweise nach Mango. Das war einfach nur... Aber ich glaube, das haben wir dann, nachdem ich meine Mutter dann davon überzeugt hatte, dass das wirklich überhaupt nicht schmeckt und sie sich auch selbst noch mal ein Bild davon gemacht hat, haben wir das dann, glaube ich, auch weggeschmissen. Sonst soll man ja verantwortungsbewusst und so mit den Lebensmitteln umgehen, finde ich auch total, aber... Das war ein bisschen zu viel, naja, hätte man mal zurückgehen können sollen. Ne, das will ich doch nicht, schmeckt ist nicht. Ist hier Elberfeld? Nein, hier ist Wupperfeld. Elberfeld ist ein Stadtteil, glaube ich, ne? Das ist ja so... Oh, da ist gerade Feuerwehreinsatz vor der Haustür. Tatsächlich, hier ist gerade ein Feuerwehreinsatz. Huiuiui. Das ist aber komisch. Irgendetwas, das kann ich mir kaum vorstellen. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Naja. Das erste Mal, dass ich ein richtiges Feuerwehrfahrzeug hier... Habt ihr vermutlich nicht mehr gehört, aber... Das ist das erste Mal, dass hier durch die Straße, glaube ich, so ein richtiges Feuerwehrfahrzeug durchfährt. Naja, gut. So, sind wir am... Jetzt habe ich aber viel gequatscht hier. Jetzt sind wir am Wupperfeld angekommen. Machen wir gleich kurz die Türen auf. Und lassen die Leute raus. Beziehungsweise rein. Und da vorne ist wieder... eigentlich soll man ja an der Haartafel immer halten, ne? Da vorne ist dann wieder... Der Gleisabschnitt. Und da sieht man schon das Bauhaus. Das ist Oberbahn. Da sieht man schon die Haltestelle Oberbahn. Das kenne ich. Da parkt National Express. Die fahren ja auf zwei Linien, glaube ich, in NRW. Dieser RB sowieso, die nach Köln führt. Und auf dem RE7. Ah, da sieht man sogar. Und der RE7 ist von Münster nach Krefeld. Oberbahn. Über Köln. Letzte Station, bitte aussteigen. Alle bitte aussteigen. Alle wieder aussteigen. Sie haben es gehört. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut, Ihr Schwebebahnfahrer zu sein. Und ja, wir schweben jetzt in die letzte Haltestelle, in unsere Endhaltestelle. Da bin ich sehr gespannt, da werde ich mir gleich erstmal eure Kommentare durchlesen. Da bin ich sehr gespannt, was ihr so schreibt. Ja, ein bisschen was habe ich ja schon gesagt, ne? Also, das Ding ist, ihr müsst halt nach den Videos selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht, ne? Wer Schwebebahn fahren wollte, und das finde ich tatsächlich ein ganz cooles Feature, der wird das nur mit diesem Add-on können. Aber wer jetzt irgendwie ein Add-on haben will, wo jedes Haus stimmt und sowas, der wird mit diesem Add-on vermutlich nicht so ganz glücklich, oder... Das wird sich auch später zeigen, glaube ich, wenn man Freeware-Karten hat, ja. Bei einigen Add-ons ist es ja so. Ah, das ist tatsächlich sehr gut dargestellt hier. Das stimmt hier alles. Das sieht gut aus. Bei einigen Add-ons ist es ja so, dass man die auf Freeware-Karten zum Beispiel ganz gut verwenden kann, weil da, oder die da vorausgesetzt werden, weil da viele Gebäude mitgeliefert werden. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das hier der Fall sein wird. Aber wie gesagt, Schwebebahn ist halt mit dabei und ja. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob das was für euch ist, aber sagt, ja, kaufe ich mir, oder aber sagt, nö, kaufe ich mir nicht, ist nichts für mich. Bin ich gespannt. Das war soweit hier von unserer Folge. Ich würde sagen, der Vollständigkeit halber fahren wir noch in den Betriebshof. Sehr, sehr schade ist, dass wir unseren Zug nicht parken können. Im Betriebshof. Eigentlich stehen da ja, ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist oder ob auf der anderen Seite in Vorwinkel, aber eigentlich werden die ja dann auch so nacheinander geparkt. Im normalen Betrieb vermutlich nicht, aber samstags und sonntags ist der Takt ja, glaube ich, ein bisschen
ausgedünnt und da werden die ja üblicherweise geparkt. Das geht hier leider nicht, finde ich ein bisschen schade, aber gut. So, gut, dann lassen wir den mal hier stehen und Pause machen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall war mal was Neues, hier mit der Schwebebahn zu fahren. Viele sagen ja auch, Ansgar, OMSI ist nun wirklich kein Schwebebahnsimulator. Sowas soll es nicht geben. Ich glaube, ein paar Menschen macht es glücklich und niemand ist gezwungen, Schwebebahn zu fahren in diesem Add-on. Aber es ist eben ein nettes Zusatzangebot und mal was, was es so noch nicht gab. Deswegen finde ich das nicht schlecht. Es gibt aber sicherlich auch Dinge, die man an diesem Add-on kritisieren kann. Wurde teilweise auch schon in den Kommentaren gemacht unter dem ersten Video von der Gamescom. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr so schreibt und werde meine Meinung dann in ein paar Folgen dann kurz nach dem Release bekannt geben, nachdem ich mir die Strecke dann auch nochmal in der Realität angeschaut habe. Gut, das soll es soweit von meiner Seite aus gewesen sein. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in den nächsten Folgen wieder rein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.